Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 2. So, was machen wir denn heute? Wollen wir mal schauen, ob wir hier den Waffenhändler vielleicht eine Quest machen? Das will ich hören. Bisschen angenommen. Ja, um was für eine? Der Konvoi im Nordwesten zerstört. Schon wieder eine Konvoi-Quest. Ziel aktualisiert. Ich weiß nicht, geht das auf Zeit oder von wo kommt denn dieser? Na, durchkommen, mach die Karte jetzt. Da in die Richtung. Ach, scheiße. So, in die Richtung liegt der Konvoi. Ah, die Karte ein bisschen näher holen. Boah. Soll ich denn mit dem Bus jetzt hinfahren oder wie? Was ein Dreck. Oder kommt er hierher? Schaut so aus, als wenn er in unsere Richtung kommt. Aber da kommt er, aber da komme ich doch nicht so schnell da hoch, oder wie? So. Oh, dann versuchen wir das einfach mal. Okay. So. Ich bin mal gespannt, in wie viele feindliche Lager wir fahren. Ach ey. Ja gut, bei der Gelegenheit passt das bestimmt ganz gut. Dann können wir auch gleich in... Oh, nein, 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 nein. So. Ich glaube, da sparen wir uns hier diesen... Oder? Ja, da sparen wir uns diesmal. Wie gesagt, wir müssen nicht immer explodieren lassen. Oder auf Explosionen machen. Wie gesagt, machen wir heute mal eine ganz ruhige Folge. So, halbwegs ruhige Folge. Ja, so, gut, der ist weg. Oh, 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 da. Ach nee, toll, ich bin nicht in Gefahr. Au, au, au. Doch, jetzt bin ich in Gefahr. Ach. Einen haben wir da noch. Da. Ach, da hinten läuft der. Okay, dann wollen wir das mal so machen. Karte weg. Und. Ach, zwei haben wir noch hier. Hilfe. Nö, komm nur auf. Was? Von wo? Ach da. Der ist weg. So, der ist auch weg. Soll was sein. Okay, so, was haben wir denn noch? Also mit Heilungsspritzen sind wir glaube ich voll, oder? Kann das sein? Ja. Hier mal kurz nachladen und dann schnappen wir uns das die Munitionskiste hier und machen einfach mal tja, wie das ausschaut, haben wir hier alles so weit so gut. Ich dachte, diese Stelle kenne ich noch und von den letzten Folgen alles. Hier stand auch noch eine Munitionskiste, die wir jetzt momentan noch nicht brauchen. So, da haben wir noch was. Da haben wir noch eine Flasche zum Heilen. Und irgendwo war hier noch eine Gasbuddel, ne? Ich glaube, die war hier auf der Kiste drauf. Genau, original. Bam! So, Goodie. Laden wir mal nach. Und schnappen uns diese Munitionskiste hier. Und dann versuchen wir mal, den Konvoi weiter zu verfolgen. Da schnappen wir uns diese Kiste und tja. Ich glaube, hier links kommen wir nach Mukuba hin. Ne? Also, das ist da, wo wir immer noch unsere anderen Aufträge angenommen haben. Aber erstmal versuchen wir diesen Konvoi zu stoppen. Ach. Ich hoffe mal, wir sind schon ein bisschen dichter dran. Ne? So, große Karte. Nee. Ey, das ist doch viel zu weit weg. Ey, da kommen wir doch überhaupt nicht an, oder wie?
ich ja hier links fahren. So. Also ich glaube, wir werden schon wieder verfolgt, wie sich das anhört. Hurra. Ey, wo kommt denn dieser Konvoi lang, sag mal? Ach, hier links. Ach, und da haben wir schon wieder das nächste Lager. So, gucken. Noch wurden wir nicht entdeckt, so wie das ausschaut. Ach, hätte ich doch bloß mein Scharfschützengewehr wieder, dann wäre das alles ein bisschen einfacher. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele dieses Lager da jetzt so genau. Da, auf jeden Fall haben wir da hinten einen. So, der ist weg. Wo ist denn der jetzt? Der Schusswaffe. Oh, Scheiße. Ist der weg? Mann, Zeusi, hau ab. Ich bin nicht in Gefahr. Wie? Was schnaufst du einfach so? Ja, sorry, irgendwie so. Mein Hund, der. Denk gerade, ich bin irgendwie nur Fahri und so. So, der ist auch weg. Und so haben wir auch nichts mehr hier zu stehen. Ne? So, dann können wir wieder uns auf unseren Bock schwingen. Karte anmachen und dann mal gucken, wie wir. Ja, wo wäre denn jetzt eigentlich der idealste Weg hier lang? Und ohne jetzt groß irgendwie in irgendwelchen Gegenden zu fahren. So, fahren wir mal hier lang. Mal gucken, wo wir hier lang kommen. So, über die Brücke. Ja, links oder rechts? Links oder rechts, das ist die große Frage. Nach Fresh Fish oder Pala? Richtung Pala müssen wir, oder? Kann das sein? Wenn ich jetzt hier links fahre, da ist doch gar kein Weg mehr. Ach nee. Oder? Doch. Doch, hier sind wir richtig. Au. Und das war total falsch. So, dann wollen wir mal die Kiste wieder reparieren. Klick, klick. So, okay. Und weiter im Text. Ah, dass man jetzt mal wieder die Karte öffnen muss. So, das ist immer Mist. Okay, dann fahren wir hier rechts rum. In was für eine Gegend kommen wir jetzt eigentlich überhaupt, wenn wir hier. Ist das hier nicht so eine komische. Ach nee, das ist auch hier so ein. Ach so, okay. Das ist eine waffenruhige Zone hier, also können wir hier wohl ohne Gewissen durchfahren. Ach! Sind wir hier wieder? Hier wollte ich doch so. Nee, das ist ein APR-Gebiet, oder? Ist das jetzt so ein APR-Gebiet oder ist das hier von der UFL? So, und fahren wir mal hier rum. Und eigentlich will ich hier auch gar nichts sein. Oder doch? Ist das da nicht dieses. Verdammt, wo sind wir denn jetzt hier? Ja. Ach, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Na gut, dann machen wir das mit dem Konvoi doch nicht. Steigen hier aus und ja, nehmen eigentlich sozusagen unsere nächste Quest an. Und hier muss ich mal ganz schnell weg, weil sonst kriege ich wieder eine auf den Latz geschossen. Gut, dann wollen wir mal da rein, wa? Okay. Okay. Genau, her mit dem Zeug. Kriegst du nicht. Ist meins.
Willst du das? Nee. Okay. So, oh ja, komm, ja, komm, Orla, los, mehr links, ja, oh, geil. Ich liebe Untersuchungen oder Leibesvisitationen. Besonders, wenn es eine Frau macht. So. Sie wissen, was geredet wird? Es heißt, Sie alle würden das Land verlassen. Glauben Sie nicht alles, was Sie hören. Sie bezahlen uns für einen Job, richtig? Und den erledigen wir auch. Geld hat Bastion nach Afrika gelockt. Kein Geld, keine Söldner. Das Geld sehen und es gibt keine Probleme. Ja, natürlich zählt nur das. Nicht die Arbeit, nicht die Bemühungen um ein stärkeres Afrika. Oh, das machen Sie also. Sie schicken Ihre Leute los, um die Drecksarbeit zu erledigen. Und wenn Ihnen die Soldaten ausgehen, heuern Sie Söldner an. Und Sie denken sogar, dass Sie damit die Lage verbessern, was? Entschuldigung, hab nicht gelauscht. Sie beherrschen Ihren Job. Besser als die anderen, die ich angehört habe. Dank Ihnen wird die UFLL immer stärker. Und das ist gut. Yeah. Das hat ja schon fast. Was Kumba sagen will, ist, dass wir einen Job für einen Söldner haben. Für einen wie Sie, mein Freund. Die APR bietet einem europäischen Agrarunternehmen Schutz. Anzugträger, die seltsame Dinge mit lokalen Ökosystemen vorhaben und dabei keine Beschwerden hören wollen. Die APR-Kämpfer bewachen die Farm und erhalten dafür so viel Grünzeug, wie sie essen können. Sie sollen diese Sauerei beenden. Die Farm liegt östlich der Stadt, bei den Bergen. Zwischen zwei Treibhäusern steht ein Schuppen. Da drin sind Bewässerungspumpen. Sie müssen sie irgendwie zerstören. Okay, versuchen wir das mal, ne? Die Wissenschaftler verstehen, dass die APR keinen Schutz bieten kann. Niemandem. Natürlich nur, wenn sie erfolgreich sind. Okay, indem wir... Sie verstehen? Zu den Treibhäusern. In den ja. Schuppen zerstören sie die Rohre. Dann gib mir die Akte her. Wie üblich. So. Ich hab schon beim ersten Mal kapiert. Sie sind auf sich gestellt. Erwarten Sie keine Hilfe. Nicht mal von uns. Das habe ich doch schon mal gehört. Ach ja, dieser Spruch wird nie alt. Irgendwie lieb ich es, ein bisschen aus Rambo zu zitieren. Das habe ich schon mal gehört. Aber irgendwie kommt das so schon fast so hin. Wie gesagt, jedes Mal, wenn wir einen Auftrag annehmen, dann heißt es immer, sie sind auf sich allein gestellt. Ach, was will denn Florina wieder von uns? Welche Taste waren das nochmal? 5. Hallo? Triff mich ein Stück südlich der Stadt, westlich des Flusses. Okay. Versuchen wir das mal. Ich will raus. So, und auf jeden Fall suchen wir uns jetzt erstmal die Kirche hier in der Stadt. Weil mir sind letztes Mal, glaube ich, die Pillen ausgegangen. So. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Kirche im Dorf. Ja, tja, wo war denn die Kirche nochmal? Hier, glaube ich, ne? Stimmt, müssen wir durch dieses Loch durch und kurz hier rumlaufen. Ach ja, wie schön ist das mal wieder hier in dieser Stadt zu sein. So, rein da. Dann zum Vater hin. Oder Pfarrer. Die Malaria macht ihn zu schaffen. Ja. Gehen Sie zu einem Bekannten. Sie finden ihn eine Meile nordöstlich von Pala am Fuß des Tabamola Ester. Der Ort ist auf Ihrer Karte. Wo? Er ist ein guter Mann. Er gibt Ihnen die Medikamente, die Sie brauchen, aber Sie müssen etwas für ihn tun. Bringen Sie ihm diese Reisepapiere. Dafür werden wir Ihnen beide dankbar sein. Okay. Irgendwie schaut es ein bisschen aus, als wenn das jetzt langsam... Seien Sie vorsichtig. Die Gegend ist gefährlich. Als wenn das so langsam und... sicher so leicht GTA Dingens annimmt. So, wie weit müssen wir dann fahren? Die ist da, die der Auftrag ist da. Auf jeden Fall ist da ein Bus Station in der Nähe. Ich weiß nicht, können wir da irgendwie hin oder so? Was sagen Sie denn? Bis der Dorfchief endlich rauskam, soll eine ganze Schulklasse getötet haben. Das war kein halt. Das ist ein schlechtes Gebiet, wo wir gerade sind. Mal gucken, ob auf der Straße da irgendwie ein Auto steht. Erstmal, weil wie gesagt, wir brauchen unbedingt irgendwas gegen unsere Malaria, weil uns so langsam und ein wenig die Pillen ausgehen. Hat er nicht irgendwas gesagt am Fluss oder so? Ich weiß gar nicht, wenn wir dieses Flussufer erstmal langfahren. Okay, dann machen wir heute mal wieder ein bisschen
Wasserstyler. Na, fahren wir mal einfach mal diesen Fluss entlang. Ich hoffe mal, wir kriegen hier keine Überraschung. Fahren wir da weiter. Halt eigentlich immer nur dem Fluss folgen, oder? Yeah. So, sind wir mal da oder nicht? Wow. Noch lange nicht. Ich hoffe nur, dass ich jetzt das Boot nicht irgendwie zum Kentern bringe. Tja, wir versuchen es erstmal hier in die Richtung, so wie das ausschaut. Ich hoffe mal, dass der... Oh, schon wieder das APR-Gebiet hier. Himmel, Herrgott. Oh, scheiße. Nein! Scheiße. Uiuiui. Ja, Hilfe. Auf jeden Fall haben wir hier noch irgendwo einen Diamanten. Ey, bleib zu. Was wäre? Wo? Was? Wo? Och, da. Unterschlupf freigeschaltet. Cool. Jetzt haben wir noch einen Unterschlupf. Wieder ein. Das ist cool. So, dann haben wir hier. Molotow haben wir voll. Ach ja, erstmal unsere Wasserflasche nehmen. Dann haben wir noch ein bisschen Munition. Und hier haben wir auch nochmal Munition. Gut, dann sind wir wieder voll. Der Unterschlupf gefällt mir. Ich hoffe mal, nur wenn wir gleich hier rauskommen und uns abgespeichert haben, dass wir dann hier auch wieder einen neuen... Ach, siehst du, da steht dieses Heilungspaket. Hm, cool. So, und schlafen wir mal bis um 6 wieder. Halt, wenn das so Morgengrauen ist. Sieht immer wieder schön aus, wenn man halt eine Nacht drüber schläft. So, speichern wir hier an der Stelle erstmal. Guti, dann können wir auch weiter uns zu dem gelben Pfeil machen. Ich hoffe nur, dieses Boot sitzt nicht so richtig auf dem Wasser. Halt, wir hatten hier noch einen Diamanten irgendwo. Genau, so. In der Richtung ist der Diamant. Und sicherlich bestimmt schon wieder da oben auf dem Berg, oder? Nee, komm hör auf. Oh, was soll denn das immer, ey? Oh, jetzt kommen wir wieder nicht hoch. Da hoch, hoch, hopp. Na, los, komm. Ach, scheiße hier. Jedes Mal dieser... Na los, komm schon, hoch da. Yeah. Da ist er. Wie kommen wir jetzt da hoch? Los, komm. Hoch. Oh. Puh. Also, einfacher geht's nicht, oder wie? So, jetzt haben wir unseren 20. von 221. Das heißt, noch 201 Diamantenkoffer vor uns. Gibt's hier wirklich keinen anderen Weg hier hoch? Ne. Toll. Hm. Und dann hier wieder runter. Ach doch, hier hätte ich hochgehen können. Naja, siehste. Siehste, warum schwer, wenn es einfach auch geht? So, dann können wir uns das Boot wieder nehmen. Einsteigen. Ja, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus, kommen wir da raus.
Na los, komm schon. Lass, komm schon raus da jetzt. Yeah. Okay, dann können wir uns um dieses Boot mal kümmern. Geht das? Ach. Kommen wir nicht an die Knarre an, wa? Die hat auch nicht so einen Radius hier. Komischerweise, lustiger Dings. So, gut, dann fahren wir mal weiter. Dem Fluss entlang. Dann hoffe ich mal, dass wir auch dahin kommen, wo wir hinwollen. Also, das macht die Karte auf. Ne, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Oder? Ne. Nicht hier lang. Jetzt müssen wir an dem Gebiet irgendwie vorbeikommen. Oh. Ne. Einmal so lang. Und so. Tja, dann müssen wir hier irgendwie rumfahren. Hier rum, ne? Hier rum, darum, Levelstil. Nein! Ihr habt mich nicht gesehen, ich bin gar nicht da. Ah! Och nö! Stehen da am Wasser welche? Geht das hier? Dann ist es durchgefahren. Nein! Jetzt muss ich hier noch meine Kiste reparieren lassen, oder wie? Ja, nee, ist klar, ey, ist klar, ist klar. Oh, scheiße, ich glaube, wir müssen raus hier. Raus hier, aus dem Boot, los, komm, raus da. Nein, falsch. Heil! Oh, das war knapp eben. Das war echt knapp. Aber das noch irgendeiner? Jetzt scheint er nicht mehr da zu sein. Aber wir gucken erstmal kurz in das Haus nochmal rein. Und machen dann da erstmal eine kleine Pause. Und ja, wie gesagt, ich verabschiede mich gleich erstmal. Und gucken wir mal, wo wir hinkommen, wa? Ja. So, okay. Was haben wir noch Schönes? Irgendwie noch was Munitionsmäßigem. Ja, eine Wasserflasche, Heilung. Das ist gut. Und kommen wir da noch rein? Ach, das ist sogar ein Versteck für uns. Das ist ja cool. Ja, einfach so mal schlafen jetzt. Okay, gut. Machen wir ab hier eine kleine Pause. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommi da. Daumen hoch. Und ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Far Cry 2. Und dann hoffe ich mal, dass wir dann endlich zu diesem gelben Pfeil hinkommen. Weil weit sind wir nicht mehr davon entfernt. Und ja, wie gesagt, haltet die Ohren steif und bis denn. Ciao.